Das ist Ottos Leuchtturm. Der Leuchtturm von Pilsum in Ostfriesland. Sein Domizil im Film Otto der Außerfriesische. Dies ist eine Nachbildung des Leuchtturms Roter Sand in der Wesermündung. Auch ihn gibt es als Gartendekoration. Es mag sein, dass das einige für kitschig halten, aber das Ding ist doch einfach hübsch. So holt man sich zwar nicht das Meer in den Garten, aber so ein bisschen was von Küsten. Übrigens, wer Ottos Leuchtturm für den Garten kauft, der tut gleichzeitig etwas für den Küstenschutz. Denn ein Teil der Erlöse kommt der Deichacht von Krezil zugute, die Eigentümer des Leuchtturms ist. Deichacht, das sind diejenigen, die darauf achten, dass der Deich hält und schauen, ob irgendwelche Hochwässer im Anzug sind. Der Deichacht gehören mittlerweile die Verwertungsrechte am Leuchtturm. Das Original ist natürlich auch sehr aufwendig in der Unterhaltung. Er muss gestrichen werden, er muss instand gesetzt werden. Und es ist ein Leuchtturm, der als Seezeichen nicht mehr in Betrieb ist. Aber wie gesagt, das Wahrzeichen von Pilsum aus Friesland. Werfen wir doch einen Blick auf das Original. Das ist der Leuchtturm von Pilsum. Und wenn wir schon mal gerade in der Gegend sind, dann befassen wir uns doch noch etwas mehr mit dem Deichschutz. Denn damit befassen sich auch diese Herrschaften. Es handelt sich um Deichschafe in Gutjardingen. Ihre Aufgabe ist, die Deiche abzugrasen und dadurch das Erdreich festzutreten und damit den Deich zu verfestigen. So gibt es überall im Küstenbereich die sogenannten Deichschäfereien. Und nicht zu vergessen sind es echt leckere Tierchen, denn dadurch, dass sie immer auf Salzwiesen grasen, haben sie ein besonders würziges Fleisch. Vergleichbar dem der sogenannten Agneau Bresalé in der Bucht des Mont-Saint-Michel in der Bretagne. Und wenn wir mal gerade so schön hier in der Gegend sind, dann wollen wir nicht vergessen, dass es hinterm Deich eine ganze Reihe wunderschöner Bauerngärten gibt. Es sind wahre Schmuckstücke, die sich hier verstecken, und die heute meist als Ferienhaus dienen. Was Wunder, dass es hier also auch eine Reihe von Betrieben für Planung und Gestaltung naturnaher Gärten gibt. So wie dieser Betrieb, dessen eigener Garten rund um das historische Bauernhaus eine wahre Augenweide ist. So stammt auch so manche unserer eigenen Anregungen für unseren Garten durchaus aus dem hohen Norden. So kann man einen Garten auch so gestalten, dass er selbst dann, wenn einem ein Regentag eigentlich alles vermiesen könnte, richtig gut gefällt.